Marita Schuler ist Hobbygärtnerin im Kanton Solothurn und spezialisiert auf Kräuter. Aber sie ist auch eine der 350 Personen in der Schweiz, die alte Tomatensorten anbauen, um deren Samen zu gewinnen und aufzubewahren. Sortenbetreuer nennt man sie. Sie gehören zum Netzwerk von Pro Specie Rara. Marita Schuler zieht 12 Sorten. Sie besucht sie täglich, gibt Wasser, Dünger oder kontrolliert die Entwicklung. Wir finden, es ist dringend notwendig, dass wir zu unserer Natur schauen und dass wir, wenn möglich, alle Arten erhalten, so gut wie es geht. 80% der europäischen Kulturpflanzenvielfalt sind bereits verloren gegangen. Marita Schuler hält die Tomaten in Töpfen und als Biogärtnerin im kleinen Gewächshaus. Weil sie im Freien sofort die Blattfäule bekommen. Das ist ein Pilz, den man sehr schwer bekämpfen kann. Und dann werden sie über Nacht schwarz. Sie vertragen einfach keinen Regen. Wenn sie reif sind, gewinnt sie aus den Früchten die Samen. Rund 50 gibt sie der Pro Specie Rara ab. Andere behält sie, um sie Interessierten weiterzugeben. Die Schweizer Stiftung Pro Specie Rara behütet die Vielfalt der Kulturpflanzen und Nutztiere. Unter anderem bewahrt sie Samen von 900 Gemüsesorten und Getreide auf. 120 davon sind Samen alter Tomatenarten. Wir wollen Tomatensorten erhalten, die einen soziokulturellen oder einen historischen Bezug zur Schweiz haben. Das heißt, sie sind entweder in der Schweiz gezüchtet worden oder sie wurden hier angebaut und wurden hier verkauft und waren hier im Handel. Die Samen werden gewogen und bei 40% Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Weil ihre Keimfähigkeit nach 4 Jahren sinkt, gewinnt man sie immer wieder neu, damit sie erhalten werden können. Das sind zum Beispiel Eigenschaften in diesen Sorten wie irgendeine Schädlingsresistenz oder eine Pilzresistenz, die irgendwie wieder wichtig werden kann, wenn zum Beispiel ein Schädling sich vermehrt und wieder häufig auftritt. Wir wollen die Vielfalt bewahren als Sicherheit, als Nahrungssicherheit. Am Rhein arbeitet auch ein professioneller Samenproduzent für Pro Specie Rara. Die Sativa Rheinau. Die gelbe Cherry und die Black Zebra sind zwei der drei.